BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Eine derzeit laufende IHK-Umfrage unter Unternehmen im Land zeigt, die Wirtschaft bleibt trotz der derzeitigen weltweiten Verwerfungen an den Börsen auf Wachstumskurs. Die aktuellen Entwicklungen machen Unternehmen wie den IHKs durchaus aber Sorgen. Ein Beispiel: die zu 50% vom Export abhängige Region Neckaralb. Die Manns AG in Reutlingen. Stammgeschäft des 1987 gegründeten Hightech-Maschinenbau-Weltkonzerns sind Automationen. Lösungen für die komplette Automatisierung von industriellen Fertigungsprozessen. Dazu kommt mittlerweile auch der Solar- und LCD-Bereich. Nach Einbrüchen im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 kann Manns jetzt wieder mit schwarzen Zahlen punkten. Im ersten Halbjahr 2011 hat sich der Umsatz auf rund 130 Millionen Euro verdoppelt. Als global agierendes und exportabhängiges Unternehmen steht Manns für das, was Stärke und Schwäche der heimischen Wirtschaft oft ausmacht, die enge Verknüpfung, aber auch die Abhängigkeit von den Weltmärkten. Trotz derzeit eingetrübter Stimmung wegen weltweiter Kursstürze durch USA- und Euro-Schuldenkrise, die IHK Neckaralb sieht derzeit keinen Grund zur Panik. Wir sind noch robust aufgestellt und zwar über alle Branchen hinweg. Trotz derzeitiger Verwerfungen und Hektik an den Weltbörsen durch fallende Kurse, die IHK betrachtet derzeit auch die Aussichten für 2012 insgesamt als gut. Die Konjunktur wird sich voraussichtlich etwas abflachen, aber das ist auch kein Wunder. Wir hatten ja einen hervorragenden Aufstieg, wir hatten Wirtschaftswachstum von weit über 3%. Dass die wirtschaftliche Lage jetzt so gut im Griff ist, hat aus IHK-Sicht mit den Struktur- und Sparreformen noch unter Rot-Grün zu tun, bei denen sich noch vor der letzten Krise Politik, Gesellschaft und Unternehmen auf durchaus schmerzhafte Einschnitte einigten. Wir haben heute andere Strukturen und es zeigt ja, wir sind international und europaweit absolut wettbewerbsfähig. Etwas Sorgen macht den Wirtschaftsvertretern vor Ort aber die Entwicklungen der eigentlich global stärksten Wirtschaftsmacht USA. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor aus Sicht der Wirtschaft, die Krise um die Überschuldung vor allem südeuropäischer Euro- und EU-Länder. Eine derzeit heftig diskutierte Übernahme von Schulden anderer ohne notwendige Struktur- und Sparreformen darf es aus IHK-Sicht nicht geben. Es war bisher in Deutschland gemeinsames Gedankengut, dass wir das nicht tun. Wir haben alle europäischen Verträge unterzeichnet vor dem Hintergrund, dass jede Nation sich um ihre eigene Volkswirtschaft kümmern muss. Wie die meisten Unternehmer in der Region Neckaralb, das zeigt eine aktuelle Umfrage, bleibt auch die IHK optimistisch. Der Hightech-Maschinenbauer Manns beispielsweise rechnet, wenn Verwerfungen ausbleiben, für 2011 beim Jahresumsatz mit einem kräftigen Plus von rund 70 Millionen Euro. Der Stuttgarter Polizeipräsident Thomas Züfle geht von einem erneuten Ansteigen der Anti-Stuttgart 21-Proteste in den kommenden Monaten aus. Vor allem, wenn die Abrissarbeiten der Bahn am Südflügel des Hauptbahnhofs beginnen. In der derzeitigen Debatte um den Kurs der Union hat sich der Fraktionschef der Landes-CDU, Peter Haug, der Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel angeschlossen und dieser politische Kurzatmigkeit vorgeworfen. Zwar stütze er generell den Modernisierungskurs von Merkel, die Kanzlerin verlasse aber dann zu viele politische Baustellen zu schnell. So habe Merkel vor Jahren noch als Klimakanzlerin gegolten, diesen Impuls dann aber wieder fallen gelassen. Das, so Haug, schade der Partei gerade jetzt in Zeiten der Energiewende. Nach Fukushima habe Merkel neuerlich das Steuer herumgerissen, ohne die Partei einzubeziehen und diesen neuerlichen Schwenk zu erklären. Und jetzt weitere Nachrichten, kurz und kompakt. Laut des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung könnten zum Wintersemester 2012-2013 im Land Studentenboden vor allem in Karlsruhe, Freiburg und Konstanz knapp und deutlich teurer werden. Im Fall eines rechtsextremen Internetradios beschuldigt die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz als Rädelsführerin eine 28-jährige Hausfrau aus Fahrenbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Unbekannte Brandstifter haben in einem Offenburger Betrieb Feuer gelegt. Dabei ist am frühen Morgen ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.